Gestern Abend erreichte mich ein Anruf von einem aufgelösten Gastronomen aus Tabaz. Dieser schilderte mir die katastrophalen Situationen, in denen er sich jetzt mit seiner Firma, mit seinem Lokal letztendlich befindet. Wir haben vor über 3 Wochen jetzt nun schon die Soforthilfe, wie es heißt, beantragt und haben bis heute noch keinen Bescheid. Wir haben in der Freifläche, wir haben in der Gaststätte, können wir überall genügend Abstand einhalten. Nicht nur 1,50 Meter, wir können über 2 Meter von Tisch zu Tisch einhalten. Was wir auch noch mit anbieten, ist unser Hofladen, wo wir Wurst- und Schinkenspezialitäten, alles aus eigener Produktion anbieten. Es steht jetzt der 1. Mai vor der Tür, es steht Himmelfahrt vor der Tür. Wir haben sehr, sehr viel Umsatz verloren und das wäre super, wenn wir nur diese Fläche, jeden zweiten Tisch nutzen könnten. Mit Augenmaß muss hier sofort geholfen werden und ich meine, am 27.04. sollen letztendlich die Geschäfte bis 800 Quadratmeter wieder öffnen dürfen. Hier sollte wirklich nachgebessert werden, dass auch Gaststätten die Möglichkeit haben, hier zu öffnen, die wirklich die Abstandsregeln einhalten, um hier eine gesundheitliche Gefährdung unserer Bevölkerung zu minimieren oder gar zu vermeiden.